Privatdozentin Dr. Nadja Koch hier vom Klassischen Institut für Klassische Archäologie der Uni Tübingen begrüßen zu dürfen. Sie ist auch Senior Scientist am Forschungsbereich Altertumswissenschaft der Universität Salzburg, wo sie ja auch, wie Sie wahrscheinlich alle auch wissen, Koordinatorin der Studienergänzung Klassische Rhetorik auch ist. Sie ist eng mit dem Seminar verbunden, deswegen auch die Freude umso größer, dass sie gekommen ist. Zahlreiche Lehraufträge hat sie schon unterrichtet, insbesondere im Bereich klassische Rhetorik und Bildrhetorik, was eines ihrer Arbeitsschwerpunkte ist, neben der griechischen Malerei, der antiken Kunsttheorie und ihrer Wirkungsgeschichte, der Geschichte der klassischen Archäologie, ein umfangreiches Paket. Und diese Arbeitsschwerpunkte werden auch in diesem Vortrag sich abbilden, wo es um ein sehr, sehr aktuelles Forschungsthema gehen wird, nämlich die Frage nach dem wissenschaftlichen Fortschritt und den Gattungspodium. Wir freuen uns sehr. Ja, vielen Dank, Thomas, für die kurze Einführung. Ich komme eigentlich auch ein bisschen, um mich selber zu beraten, weil das Thema mich interessiert, einfach für nächstes Studienjahr. Da möchte ich gerne mich intensiver damit beschäftigen und denke natürlich auch, dass ich genau so gut von Ihnen und von euch hier lernen kann in Tübingen, was ich da vielleicht noch mit berücksichtigen kann, zumal auch verwandte Forschungsprojekte ja hier schon sehr lange laufen. Ich möchte mich heute in dieser Minisektion mit der Frage beschäftigen, wie eine der häufigsten Handlungen von uns Wissenschaftlern, nämlich das Halten von Vorträgen, im rhetorischen System überhaupt zu verorten ist. Zweitens möchte ich die merkwürdige Ausgangslage diskutieren, warum die florierende wissenschaftliche Ratgeberliteratur und zwar beim Schreiben von Haus- und Qualifikationsarbeiten zur Seite steht, aber schweigt, wenn es darum geht, rhetorische Standards in diesem Feld wissenschaftlicher Vortrag zu etablieren. Im letzten Teil werden wir natürlich nicht umhinkommen, auch über die Präsentation zu sprechen, sei es PowerPoint, Präsi und Vergleichbares, denn seit dem kritischen Beitrag von Joachim Knape, den ich natürlich jetzt zitieren möchte, damals auf der DFG-Tagung, PowerPoint-Präsentationen, neue Formen der gesellschaftlichen Kommunikation von Wissen, sehen sich manche Experten in der Offensive. In einer typischen Paragone-Diskussion versuchen die Präsentationsexperten den Rhetorikern heute oft in Blogs und anderen Ratgebern die Überlegenheit ihrer Kunst zu demonstrieren. In seiner Werkserie Wirtschaftswert, das ist das, was man hier lesen kann, aus den 1970er Jahren, führte Josef Beuys vor Augen, was der Mensch zu leben benötigt. Im Ensemble von Streichhölzern, Salz, Zwieback, Schneidbrett, also Grundgütern, die zum Beispiel 1980 in Wien vor den alten Meistern ausgestellt wurden, fand sich auch diese Schrifttafel, Schiefertafel, mit dem Wort Wirtschaftswert. Mittlerweile ist sie als eigenständiges Kunstwerk versteigert worden. Künstlerbiografisch könnte man die Tafel als Zeugnis von einer Gewohnheit von Beuys verstehen, sich bei Vorträgen Notizen zu machen, was auch seine Interviewer bestätigt haben. Bildrhetorisch betrachtet geht es im ganzen Ensemble mit den Überlebensgütern freilich um ein grundsätzliches Statement, um die Tafel als Medium zum Speichern und Verbreiten von Wissen. Sie ist die Memoria, ohne die die existenziellen Tätigkeiten wie Feuer machen, Essen und Trinken im rein biologischen verharren. Denn ohne Einbindung in das gemeinschaftlich bewahrte und immer wieder wachzurufende Wissen entbehren die Überlebenshandlungen jeglichen Sinnes. Zugleich ist die Tafel eine Aufforderung zum Dialog. Wer nicht denken will, fliegt raus, notierte Josef Beuys, als er einem Documenta-Vortrag zuhörte. Nur wenn das auf der Tafel Gezeigte auch fortgedacht wird, bleibt es in der Welt und hält die Welt am Leben. In der jüngeren Wissensgeschichte markieren die 1970er Jahre, in denen Beuys die Möglichkeiten der Tafel zur Verbreitung seiner Kunstlehre neu auslotete, zum Beispiel Documenta 1974, denn auch das Ende der Wissenschaft im Elfenbeinturm und den Beginn der Reformuniversität mit bildungspolitischem Auftrag. Steht zwar seitdem der sogenannte Wirtschaftswert des Wissens außer Frage, bereitet uns nun gerade die Unübersichtlichkeit des verfügbaren Wissens Sorgen.
Denn das Wissen der Fachdisziplinen, das über Generationen in Universitätsräumen kommuniziert wurde, kann nun von jedem Hotspot der Erde in einer Vielfalt von Formaten abgerufen werden. Muss sich also der moderne wissenschaftliche Vortrag dem nunmehr globalisierten Wissensangebot anpassen, ganz so in Konkurrenz begeben? Und noch schärfer gefragt, brauchen wir überhaupt noch Vorträge? Oder sollten sie gerade in Zeiten der Konkurrenz dennoch als überzeitliches Ritual der Scientific Community weitergepflegt werden? Und zwar so, wie sie sich in den jeweiligen Fachkulturen, den Sprach-, Kultur-, Gesellschafts- oder Naturwissenschaften etabliert haben. Wenn wir uns an die Vorträge erinnern, die wir in den letzten Wochen oder Monaten oder Stunden gehört haben, Abendvorträge, Kollegbeiträge, Referate, werden wir wahrscheinlich feststellen, dass dieses Format, wie es in Feedbackrunden so oft euphemistisch bemerkt wird, Potenzial hat. Allein die Fülle der Vorträge, die im Laufe eines einzigen Semesters auf uns einströmen, fordert zum Vergleich heraus. Manche klassifizieren wir als anregend, lehrreich oder grundlegend, andere als langweilig oder gar ärgerlich. Das gesamte akademische Leben lang urteilen wir also über wissenschaftliche Vorträge, ohne dass die Kriterien verbindlich fixiert wären. Denn den drei Redeanlässen, die Aristoteles in seiner Rhetorik nennt, Beratungs-, Gerichts- und Festrede, lässt sich der Fachvortrag nicht sogleich zuweisen. Das verwundert sehr, nachdem Aristoteles ja selbst zu fixer Zeit Vorlesungen hielt, bei denen er die Stoa auf- und abschritt. Diese Lehrmethode, die die Hörer dazu zwang, alle Gedankengänge im Gehen nachzuvollziehen, scheint bei den Philosophen so verbreitet gewesen zu sein, dass man nicht nur die Aristoteles-Schule selbst, sondern auch die Akademie seines Lehrers Platon auch Peripatos nannte. Versucht man selbst eine Zuweisung zu den aristotelischen Genera, so erweist sich der wissenschaftliche Vortrag letztlich als eine Mischform. Wie in der Gerichtsrede bewerten Vortragende vergangene Handlungen, nämlich Denkhandlungen, etwa Forschungsansätze im Hinblick auf Verstöße gegen die Regeln der Logik oder des Fachdiskurses. Und wie bei der zukunftsgerichteten Beratungsrede wollen Wissenschaftler stets vom Nutzen ihrer Ideen für das Fach im Ganzen überzeugen. Nach Aristoteles kann der Hörer nur eine von zwei möglichen Rollen einnehmen. Zitat Rhetorik 1, 3, notwendigerweise ist der Hörer entweder Theoros oder Kritäs. Bei Gerichts- oder Beratungsrede wird entschieden, also jede einzelne Person im Publikum ist Kritäs. Im Wettstreit der Meinungen nimmt sie also die Perspektive eines Schiedsrichters ein. Zu Theoros, das ist ein Ausdruck, der bekanntlich auch für den Theaterzuschauer verwendet wird, wird dagegen jeder Hörer der Festrede. Wird das Publikum des Fachvortrags somit in die passive Rolle des reinen Lobempfängers gedrängt? Befasst man sich näher mit dem Ausdruck Theoros, zum Beispiel bei den klassischen Historikern, bleibt auch hier durchaus Raum für die Eigenaktivität des Hörers. Denn als Gesandter einer Stadt ist der Theoros derjenige, der in die Fremde zieht, um in den Dialog mit anderen Städten zu treten. Also wie Herodot sagt, einer, der sich auf den Weg begibt, um sich ein eigenes Bild zu machen. Die Autopsie ist sein Ziel, das mühsame Reisen sein Mittel. Zurückgekehrt kann er dann bezeugen, wie es wirklich um etwas steht oder was sich wirklich zugetragen hat. Von dieser körperlichen Tätigkeit ist es nur ein kleiner Schritt zur Theoria im Geiste. Sie ist mentale Autopsie und zugleich mit dem Prozess des Verstehens aufs Engste verbunden. Beide Arten der Theoria sind auch das Ziel der heutigen Studierenden, sobald sie sich zum internen Peripatos des Hörsaals aufmachen. Man kann sie ebenfalls als Theoroi betrachten, weil sie oft von weit her gekommen sind, um sich ein eigenes Bild vom Thema zu machen und weil sie sich ein bisher unbekanntes Wissensfeld aneignen möchten. Zusammenfassend können wir das Setting des wissenschaftlichen Vortrages also so beschreiben. Fachexperten, immer schon im Argon mit anderen Forschungspositionen, stellen ihre Thesen zur Diskussion. Gleichzeitig lassen sie die Hörer auch immer wieder zu Theoroi werden, die mit möglichst viel Eigen
Das Wissen muss also zuerst in Form einer Denkhandlung performiert werden. Dabei wird oft in einer Creatio ex nihilo eine Idee schrittweise entwickelt, bis ein fertiges Modell dasteht. Das kann dann abschließend von den Hörern als schöpferische Leistung geprüft und beurteilt werden. In der heutigen Wissensgesellschaft stellt sich natürlich die Frage, mit welchem Publikum man überhaupt rechnen darf. Was ein Dirigent einmal über das Salzburger Festspielhaus beklagte, dass es dort immer so aussehe, als hätte es gerade geschneit, trifft auch auf viele geisteswissenschaftliche Vorträge zu. Die silbergelockten Enthusiasten des letzten Lebensviertels sind dem Publikum an der Überzahl, die kritisch fragende Jugend ist rar. Wie hier wieder eine Balance hergestellt werden kann, lernen wir von Platon. Wie Aristoxenos überliefert, der als Musiktheoretiker natürlich denselben Sinn für Performance hatte wie die Rhetoren, strömten zu Platons Vortrag über das Gute sehr viele erwartungsvolle Hörer herbei. Wollten sie doch erfahren, wie man die zentralen Tugenden Wohlstand, Gesundheit, Kraft erlangen soll. Was Platon dann aber darlegte, seine Logoi, erwies sich als eine Ansammlung von Zahlen und geometrischen Figuren mit der schwer zu widerlegenden Schlussfolgerung, dass das Gute das eine sei. All das erschien den Hörern freilich paradoxon, widersinnig. Wie geht die Geschichte aus? Die einen lieben, um sich dem Problem tiefer zu widmen, die anderen gehen wütend nach Hause. Betrachten wir die Darstellungen von Lehrsituationen in der Antike, so fallen zwei Tätigkeiten ins Auge. Die Durchdringung von Reden und Hören einerseits, das Zeigen andererseits. Auf dem Mosaik aus Pompeji, hier links in der Gegenüberstellung, sehen wir einen redenden Philosophen, dem sein Kollege aufmerksam zuhört. Und in der Mitte zeigt ein anderer Philosoph auf eine Kugel, woraufhin die übrigen entweder darüber nachdenken oder ihre Kommentare austauschen. Im Erkenntnisprozess gilt das Zeigen als so bedeutender Schritt, dass der Naturphilosoph Anaximander rechts im Mosaik aus Trier als Erfinder der Sonnenuhr ins Bild gesetzt wird, in dieser Zeigehandlung. Im wissenschaftlichen Vortrag stehen bekanntlich viele Mittel des Zeigens zur Verfügung. Zunächst die rhetorischen selbst, nämlich die regelgeleiteten Argumentationsformen und Topoi, aber auch die außertechnischen, externe Dokumente, Bilder und die Zeugen im weitesten Sinne. Hier kommen nun die Medien ins Spiel, die den modernen Vortrag prägen. Mussten die sieben Weisen noch ihre Sonnenuhren oder Kugeln zur Vorlesung tragen, so verfügt der moderne Hörsaal über eine Ausstattung, mit der sich Dokumente und Objektbilder jeglicher Art projizieren lassen. In der Antike konnte das Herbeibringen von Zeugnissen und Exemplar so aufwendig werden, dass die Wissenschaftler lernen mussten, ihre Ergebnisse rhetorisch aufzubereiten, wie jeder aufmerksame Leser der platonischen Dialoge erfahren kann. Die Stimme, die ein Problem anschaulich schildert, hat nämlich eine größere räumliche Reichweite als die geometrische Figur, wie Platon sie auf eine Tafel skizziert haben mag, als er das Gute darlegte. Es ist also nicht so, dass die Alten immer schon ohne mediale Unterstützung ausgekommen wären und nur wir Modernen sie erst zur Kompensation unserer Unzulänglichkeiten bräuchten. Aber in dem Maße, in dem wir heute beim Gestalten unserer Vorträge aus einem vielfältigen Angebot an Medien wählen, verlernen wir auch, uns auf unsere eigenen rhetorischen Fähigkeiten zu besinnen. Besonders bei der in der Wissenschaft zentralen Handlung des Zeigens greifen die modernen Präsentationstools in den rhetorischen Prozess ein. Von rhetorischer Seite haben wir also hier genau zu prüfen, welche Techniken uns unterstützen und welche die Argumentationsstrategie womöglich konterkarieren. Bedarf jedes Faktum, das wir referieren, einer Konkretisierung, sollen wir es stets in Bullet Points einteilen oder mit Videoeinspielungen und Diagrammen orchestrieren? Oder dürfen wir gar der Aufmerksamkeit des Publikums so vertrauen, dass wir uns auf seine Gedächtniskraft und sein Abstraktionsvermögen verlassen? Sie sehen, also ich habe jetzt schon lange keine neue Folie gezeigt. Ich schätze Ihre Auffassungsgabe jetzt noch recht hoch ein, obwohl Sie schon den zweiten Tag hier sind. Wer so wie Platon alle nur Allgemeingebildeten schon vertrieben hat,
ja, dem bleiben nur noch die Hörer, die seit langem über das Thema nachgedacht haben, die mit eigenen Fragen zum Vortrag aufgebrochen sind. Und dieser kleine Interessenkreis braucht keine Animation. Und wenn er einem bestimmten Schritt des Ideenbaus nicht folgen kann, so stellt er Zwischenfragen, die den Monolog immer wieder zum Dialog erweitern. Anders in einer prüfungsrelevanten Pflichtvorlesung. In diesem Format herrscht zwischen Vortragenden und Hörern eine so große Asymmetrie, dass Gespräche nahezu ausgeschlossen sind. Dennoch ist das Ziel, diese Kluft im EU-Standard von 14 Sitzungen deutlich zu verringern. Dieser monatelange Prozess des Verstehens kulminiert in der Abschlussprüfung. Sie ist es, an der der Erfolg einer Vorlesung oder eines ganzen Studienmoduls gemessen werden kann. Das rhetorische Ziel kann also nur sein, möglichst vielen das Thema zu vermitteln und möglichst über ein Semester hinweg auch noch diejenigen für die Sache zu gewinnen, die mehr aus Pflicht denn aus Neigung zuhören. Ein Gesamterfolg für alle Beteiligten stellt sich also nur ein, wenn die Lehrperson jede einzelne Sitzung so flexibel komponiert, dass sie dem Kairos noch Raum geben kann. Vergleicht man, was ich immer gerne tue, das Gewinnen von Erkenntnissen mit der archäologischen Grabung, so hieße das, eine intelligente Folge von Sondagen zu legen, die bis zum Grund vordringen. Im Gegensatz dazu steht der Survey, der in viel größerem Radius nur die Oberflächenbefunde erfasst. Dort, wo der Lehrvortrag prüfbar gemacht wird, greift man leider aus pragmatischen Gründen oft auf das Survey-Modell zurück, da man ein fixes Feld des Wissens für alle Seiten verbindlich eingrenzen kann. Dieser Lernstoff ist in einer bestimmten Zeitspanne konsumierbar und auch leicht prüfbar. Er hat aber den Nachteil, wie Studierende immer wieder beklagen, nach der Prüfung aus dem Gedächtnis zu verschwinden. Beim Sondagenmodell hingegen bleiben auf den Graten zwischen den tiefen Grabungen viele Fragen offen. Das erweist sich aber gerade nicht als Nachteil, denn die ungelösten Fragen bleiben im Gedächtnis. Sie geben weitere Denkimpulse und verbinden sich später mit anderen Fragen zu neuen Wissensfeldern. Vorlesungen, in denen man lediglich aus einem etablierten Lehrbuch referiert, mögen zwar in den mittelalterlichen Universitätstraditionen stehen, kanonische Werke zu verlesen, sind aber im digitalen Zeitalter verzichtbar. Schon aus ökonomischer Sicht ist eine solche rhetorische Situation ineffektiv, weil sie durch Alternativmedien wie E-Book, Blackboard oder Videos leicht ersetzt werden kann. Dass der wissenschaftliche Vortrag nicht erst jetzt einem medialen Wandel unterliegt, zeigt der Blick auf das Fach Kunstgeschichte, wie es sich um 1900 konstituierte. Denn als die Einführung von Diapositiven um die Zeit es erlaubte, die Kunstdenkmäler der Weltkulturen auf die Hörsaalwand zu projizieren, konnte sich das bei Kennern längst gängige vergleichende Sehen auch als wissenschaftliche Methode etablieren. Ich zeige hier nur ein sogenanntes Optikon, was sozusagen den Beginn der projizierten Kunstgeschichte einleitet. Und die Methode des vergleichenden Sehens. Mit einem Mal war es möglich, Formvergleiche über geografische Grenzen hinweg anzustellen. Eine Methode, die man zuvor in den archäologischen Abgusssammlungen perfektioniert hatte, konnte man nun auf Gemälde, Zeichnungen, Grundrisse und dergleichen anwenden, nicht nur für Stilfragen, sondern auch für die Hermeneutik. Die ikonologische Methode Warburgs, sogenannte Pathosformeln, gattungsübergreifend zu untersuchen, befreite das Fach aus dem Kontext der Sammlung, zu denen der Kunstkenner zuvor um der Autopsie willen hatte reisen müssen. Dieses Lehrmodell, das Zeigen von Lichtbildern, ist, wie man immer wieder betont hat, auch der Ahne der aktuellen wissenschaftlichen Präsentation. Beide Konstellationen, diabasierte Kunstwissenschaft um 1900, wie der präsentationsbegleitete Fachvortrag, dieser hier, haben mit dem medialen Innovationsstub dasselbe eingebüßt, das Erlebnis der Autopsie, die Theoria im ursprünglichen Sinne. Denn sobald der Vortragende dem Publikum statt einer antiken Marmorstatue ihre farbige Projektion zeigt oder statt eben einer Reihe,
Reise nach Prag die Bilder von Prag gezeigt werden, muss es ergänzen. Aus der individuellen Erfahrung im Raum muss der Betrachter die reale Körperlichkeit der dreidimensionalen Gestalt rekonstruieren. In welchem Größenverhältnis das Objekt zu ihm selbst steht, ob es überlebens- oder souvenirgroß ist, erfährt das Lichtbildpublikum nicht. Ähnliches gilt für projizierte Pläne und Diagramme. Hier ist eine bestimmte Lesekompetenz an das Bild heranzutragen, will man es als Teilargument bewerten. Die direkte Konfrontation mit dem Objekt, auf das die Projektion verweist, kann diese Art von Vortrag also immer nur simulieren. Nach dieser Skizze der Transformationen möchte ich, wie angekündigt, einen Blick auf die aktuelle Literatur zum Fachvortrag werfen. Sichtet man die aktuellen Beiträge, so fällt eine merkwürdige Leerstelle auf. Zwischen einer Fülle von Anleitungen zum Schreiben von Haus- und Qualifikationsarbeiten und Handbüchern der Präsentationstechnik ist die rhetorische Perspektive wenig vertreten. Einen ersten Einstieg bietet immerhin das Lemma Vortrag im Handwörterbuch zur Praxis kulturwissenschaftlichen Arbeitens von 2013 und das detaillierte Buch Der wissenschaftliche Vortrag von Kutzbauli und Ammer wie in 2005. Zweifellos sind die genannten Schriften nützlich, wenn es um die Elocutio des Vortrags und seine Performance im Hörsaal geht. Aber die zentrale Frage, wie ein Vortrag zu gestalten ist, wenn Persuasion mit Erkenntnis einhergeht, wird kaum gestellt. Das hat meiner Meinung nach mehrere Ursachen. Zunächst steht oft eine bestimmte Fachkultur des Zeigens einem transdisziplinären Konsens über den guten wissenschaftlichen Vortrag im Wege. Nur ein Beispiel sei erwähnt. Das Handbuch Der wissenschaftliche Vortrag, das mit seinen 170 Seiten beim Leser die Erwartung weckt, Grundsätzliches zu bieten, macht zumindest den Geisteswissenschaftler recht bald stutzig. Ratschläge wie Vorsicht Lampenfieber, denn Sie werden hunderte von Hörern haben, oder sprechen Sie keine Minute zu viel, oder begrüßen Sie zuallererst den Vorsitzenden, oder komponieren Sie Ihre Folien selbst, damit Sie sie auch kennen, weisen auf eine rhetorische Sondersituation hin. Ja, richtig geraten, die Autoren sind Medizinmanager und Ratgeber für medizinische Fachkongresse. Sie haben ausgebuchte Kongresshäuser, minimale Redezeiten und eine straffe Hierarchie zu regeln. Und gerade weil Sie sich so genau mit den technischen Details und Verhaltenscodes befassen, erweist sich das Handbuch heute schon 12 Jahre nach seinem Erscheinen nur noch als bedingt nützlich. So ist etwa die breit entfaltete Abwägung zwischen DIA und PowerPoint-Präsentation hinfällig geworden. Während die technische Ausstattung der Kongresshäuser ohnehin veränderten Standards folgt und der Vorsitzende womöglich durch die Vorsitzende ersetzt sein kann. Das zweite gut erschlossene Forschungsfeld ist die Präsentation. Man könnte nun meinen, dass Ihre Experten aus ihrem wirkungsästhetischen Interesse heraus einen rhetorischen Standpunkt einnehmen. Bei der Lektüre wird aber meist deutlich, dass sie einem anderen Kommunikationsmodell folgen als die klassische Rhetorik. Denn nicht der Orator ist der Akteur in diesem Schauspiel, sondern die Präsentation selbst. Das ideale Setting, das zum Beispiel Henning Lubin im Studienbuch Die wissenschaftliche Präsentation entwirft, stellt die Projektionswand ins Gesichtsfeld des Publikums, während er dem oder der Vortragenden eine Randposition zuweist. So wie sich die Augen im gedimmten Raum naturgemäß dem hellsten Bereich zuwenden, so verschwindet der Wissenschaftler im Off eines multimedialen Schauspiels aus Rede, Toneinspielungen, Bild- und Textprojektion, ähnlich wie der Dirigent im Orchestergraben. Mit diesem Verschwinden des Orators löst sich das traditionelle Zentrum des Fachvortrags in seine Einzelelemente auf, nämlich die Einheit der erkennenden Person mit dem, was sie zeigt, zum Beispiel die Einheit des Philosophen mit seiner Kugel. Indem das Gezeigte maßstabs- und autorenlos im Raum schwebt, ist es aus rhetorischer Sicht denn auch vom Ethos entbunden, das der oder die Vortragende repräsentiert. Die lichtsimulierten wissenschaftlichen Objekte werden auf die Weise selbst zu Autoritäten, die, wie schon Platon beim Tafelbild beklagte, auf Fragen nicht zu antworten vermögen.
Diesen Wandel zeigt der Vergleich zwischen dem Beuys'schen Action Teaching und dem Lubin'schen Präsentations-PET-Set ja ganz gut. Insofern ist es konsequent, wenn der Medientheoretiker Wolfgang Ulrich in seiner aktuellen Wissenschaftspoetik, Berlin 2014, das Ethos des Wissenschaftlers mit der Frage der Bildauswahl verknüpft. Ist es der Dinghermeneutik gegenüber nicht unredlich, immer nur Meisterwerke zu zeigen oder andere Objekte, die bewährte Kriterien wie Tafelbild, Bedeutung für Europa, Auktionswert erfüllen? Handelt es nicht da sogar um reinen Opportunismus? Wird da nicht nur ein Vortragspublikum bedient, das mit schönen Bildern unterhalten werden möchte? Als Wissenschaftler im dialektischen Prozess müsse man, so Wolfgang Ulrich, zur ständigen Horizonterweiterung streben. Dazu gehöre es auch, im Beweisgang gezielt das bisher ungenannte Argument einzusetzen, genauso wie das nicht gezeigte Objekt. Gerade nach unbeachteten Bildern und nicht etablierten Ästhetiken habe man zu forschen. Diese Randbilder müsste man gleichberechtigt zu kanonischen in die Konstruktion kultureller Praxis einfließen lassen. Besonders vielversprechend ist seiner Meinung nach die bildwissenschaftliche Untersuchung dessen, was zu oft als visuelle Billigware verschmäht wird. Zum Beispiel die Wurfsendungen, wie die Supermärkte sie verschicken. Anzeigenblätter mit Darstellungen von Käse- und Salami-Aufschnitt können, so Ulrich, in diachroner Betrachtung sehr viel über den ästhetischen und Wertewandel einer Gesellschaft aussagen. Also Petersilie so oder so. Nebenbei können diese neue Balance aus Schönem und Abstoßendem, aus Bekanntem und Vergessenem dazu beitragen, das Niveau des Publikums zu heben, da man ihm ja viel mehr zumute als zuvor. Denn wer nur auf Unterhaltung und Erbauung aus ist, wie der Hörer in Platons Vortrag über das Gute, wird einem Vortrag, in dem höchstwahrscheinlich nur Wurfsendungen gezeigt werden, fernbleiben. Ich fasse nun meine Überlegungen zur Lage des wissenschaftlichen Vortrags zusammen. Von den zwei Formen der stoffzentrierten Lehrbuchvermittlung, Stichwort Survey, und dem problemorientierten Einzelvortrag, Stichwort Sondage, erweist sich erstere zunehmend als überflüssig, seitdem immer mehr Lehrbücher und Präsentationen allseits verfügbar sind. Die Vorlesung erweist sich dann als rhetorischer Erfolg, wenn die Lehrenden über die Gegenstände hinaus immer wieder auch die Denkweisen vorführen, mit denen ihre Disziplinen ihnen begegnet. Das eröffnet den Hörern einen Zugang zum eigenständigen Mitdenken und ebnet einen Weg zum Dialog, ohne den Verstehen nicht möglich ist. Diesen Prozess unterstützen imaginäre wie projizierte Bilder gleichermaßen. Daher kommt es beim Einsatz der visuellen Mittel auf zweierlei an. Zum einen darauf, das rechte Maß zu wahren. Objektfotos, Pläne, Karten bedürfen einer klug kalkulierten Gestaltung, sind sie doch Belege oder Exemplar der wissenschaftlichen These. Ein Übermaß kann allerdings, darin einer Ballung rhetorischer Lumina vergleichbar, vom Argumentationsgang wegführen, da es ein bildinternen Argon um Aufmerksamkeit in Gang setzt. Ihrer Moderation durch den Orator beraubt, führt die semantische Vielschichtigkeit der Bilder letztlich dazu, dass die These in einem Irrgarten der Verweise verschwindet. In einem solchen Setting versiegt das eigene Mitdenken der Hörer. Stattdessen genießen sie die Immersion um ihrer selbst willen, um am Ende ist die letzte Folie vorübergezogen, orientierungslos zurückzubleiben. Die Beuys'sche Schiefertafel überschreibt sich sozusagen immer wieder neu und bleibt am Ende leer. Ferner ist zu achten auf die epistemische Relevanz der Bilder. Unsere Bildsorten unterliegen selbst dem historischen Wandel und sind Ausdruck kulturspezifischer visueller Praktiken. Vom Publikum wird daher viel verlangt. Es muss ihre Semantiken entschlüsseln und mit dem Gehörten abgleichen. Der Rat der Präsentationshandbücher, dass die Vortragenden ihre Bildauswahl gewissenhaft im Hinblick auf das Argumentationsziel treffen sollen, ist sicher gut gemeint, aber umso schwerer zu befolgen. Die Bildkritik, die hier schon im Stadium der Inventio verlangt wird, setzt bei den Vortragenden nicht nur profundes Wissen und die Strategien ikonischer Sinnerzeugung voraus, sondern auch eine rhetorische Erfahrung, welche Bildsorten bei welchem Publikum auf welche Weise fruchten.
Hier befinden wir uns aktuell, interessanterweise gerade im deutschsprachigen Raum, in einem hochkomplexen, freilich polyphonen Forschungsfeld, das noch am Anfang steht. Die Theorien, die seit dem Iconic Turn von Philosophie, Kunstwissenschaft, Design und auch der Rhetorik selbst angeboten werden, stehen in starker Konkurrenz zueinander. Von einem harmonischen Gesamtgebäude sind wir also noch weit entfernt. In dieser Diskussion müssen die Rhetoriker prägnante Positionen zum Wirkungspotenzial des wissenschaftlichen Bildes etablieren, wollen sie nicht von den Präsentationsberatern verdrängt werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir haben Zeit für Fragen. Ja, wir gehen ein bisschen in die Pause rein. Wir sind ja auch ein bisschen später angefangen. Wir erwarten die das nicht. Ja, ich mache es natürlich seit einiger Zeit, das ist ja klar. Aber die Frage ist, allerdings jetzt nicht, meistens nicht mit Bildern, weil es um andere Dinge geht, aber ich mache doch da Folien mit zentralen Begriffen und so zum Mitschreiben, ist klar. Und sage dann auch am Schluss, dass ich gebe euch eine Auswahl von Folien und das kommt dann in der Klausur dran und so weiter. Die Frage ist aber, jetzt mal ein Ernstes, könnte man dieses Postulat noch heute vertreten, dass Leute lernen sollen, einfach nur einen rein lautsprachlichen Vortrag zu hören, über längere Zeit als 140 Zeichen eines SMS oder so, oder vielleicht auch den Takt, in dem die modernen Studierenden leben, 3 Minuten, eine CD, dann muss die Musik zu Ende sein, dann muss was Neues kommen. Wir haben ja so ein 3-Minuten-Taktsystem, so lange geht, also ein Musiktrack. Trump soll 15 Minuten hinkriegen, hört man, am Stück. Ist auch Präsident. Ja, also 15 Minuten scheint er noch zu schaffen. Studierende wollen nach 3 Minuten irgendein Paradigmenwechsel, da muss ein neues Paradigmenwechsel gleich. Ja, musikalischer, neue Melodie, neuer irgendwie. Also das heißt, und dann gehen die in einen Hörsaal und dann steht da einer oder eine und dann wird 1,5 Stunden im Ernstfall, im schlimmsten Worst Case, nur geredet. Und dann sitzen die da und sollen da auch noch mitschreiben. Ich mache es inzwischen so, dass ich eine 1/2 Stunde Einführung mache. Was heißt es eigentlich, eine Vorlesung zu hören und mitzuschreiben? Wie geht das überhaupt? Damit die das überhaupt kapieren, was da abläuft. Denn die kommen von der Schule und erwarten eigentlich ganz anderes ab. So, Frage. Die Frage ist, das ist jetzt ein Erfahrungsbericht, das ist wirklich interessant. Aber die Frage lautet, würde man das überhaupt noch heute jemandem empfehlen? Ernsthaft? Ja. Nur sprachlicher Vortrag? Ja, also würde ich sagen, unbedingt. Also ich hätte auch diesen Vortrag jetzt ohne Bilder halten können. Ich habe mir das sehr genau überlegt, was für Bilder das sind. Und das hat natürlich jetzt nichts mit Kunst zu tun, sondern das sollten natürlich Bilder sein, die da Thesen und ja, Begriffe verdichten oder ein bisschen zur Diskussion anregen. Und natürlich das Archäologische, das ist natürlich hinsichtlich dieser bestimmter anthropologischer Konstanten, die zeigen und verstehen als ja, Grundelemente des Vortrags, die einfach sehr wichtig sind.
Und man kann sich darüber letztlich ganz gut dieses mediale Problem klar machen. Es ist jetzt auch falsch zu sagen, wir holen zum Gegenschlag aus und brauchen gar keine Medien mehr, weil die Alten hatten das auch nicht und wir sehen, die hatten auch die Kugeln, aber haben sie mitgenommen oder Platon hat eben Diagramme gezeichnet und dann gab es auch Verständlichkeitsprobleme und letztlich Lesekompetenzen, die erwartet wurden, auf mathematischer Ebene zum Beispiel. Und gerade dieses Problem, dass wir doch sehr viel in allen Disziplinen mit Bildern, das können auch Grafiken, Statistiken sein, arbeiten. Dieses Problem, was für Lesekompetenzen kann man überhaupt voraussetzen und wie bildet man eine Bildlesekompetenz aus, das ist das, was mich jetzt eigentlich interessiert. Weil eben in diesen ganzen Präsentationsberatern, die ich jetzt alle gelesen habe, extra für das Thema, einfach nur gesagt wird, man soll eben die Bilder klug auswählen. Aber letztlich wird einem nicht dabei geholfen, die Bilder so auszuwählen, dass sie auch verstanden werden oder dass sie auch in richtiger Weise dekodiert werden und dass es auch nicht letztlich zum Überschreiben der gesprochenen Sprache mit dem Bild kommt. Also das ist nämlich wirklich ein Gesamtkunstwerk, wenn man es versucht so zu machen, wie die Präsentationsratgeber es haben und es empfehlen und würde wahrscheinlich für jede Sitzung eine Woche Vorbereitung erfordern, wenn man das alles so macht, wie die das haben möchten. Und das ist einfach vollkommen unrealistisch und auch die Frage, für wen denn eigentlich? Wenn man es dann nur noch für YouTube macht, meinetwegen. Aber es ist eben die Frage, ob das hier ob man nicht auch zurückkehren sollte zu einer Verschlankung und ich wäre in jedem Fall dafür, dass man immer überlegt, brauche ich überhaupt PowerPoint und kann ich nicht einfach mit Vortrag alleine die Sitzung halten und in Salzburg ist es so, dass wir in den rhetorischen Veranstaltungen auch PowerPoint verbieten. Das gibt es nicht. Außer eben jetzt, man hat bildrhetorische Themen, das ist was anderes. Aber normalerweise ist PowerPoint verboten bei uns und das wissen wir jetzt auch alle. Es ist ja so ein Prinzip medialen Wandels, dass ein neues Medium ein altes nicht völlig verdrängt, sondern die existieren nebeneinander. Nicht? Also in diesem Sinne existiert auch die ganz traditionelle Vorlesung sicher weiter und sie hat ihren Raum zugleich vergrößert sich das Repertoire an Möglichkeiten, das man zur Verfügung hat durch medialen Wandel. Und inzwischen gibt es ein ganzes Repertoire an Präsentationsformen, die mehr zur Verfügung stehen, an Möglichkeiten zur Visualisierung oder so eine Erweiterungs. Punkt, den man da sehen kann. Und ich würde schon sagen, dass was so die inhaltliche Gestaltung dann einzelner Visuals angeht, hat sich auch in den letzten Jahren ja viel bewegt. Also so Knowledge Design haben wir ja letztes Jahr hier als Tagung zum Beispiel angeschaut, wo man sieht, bei den Designern gibt es halt schon viele Überlegungen darüber, wie kann ich Informationen strukturieren, wie kann ich sowas wie Anschaulichkeit herstellen, wie operiere ich mit Detaillierungen und so weiter. Und ein Trend wirklich der letzten Jahre ist auch zum Beispiel die Infografik, also die selbst zu ihren Wegen in Zeitungen sehr stark gefunden hat. Lustigerweise geht die eigentlich auch auf sehr alte Prinzipien zurück, so Neurath, 20er Jahre. Aber das sind auch inzwischen sehr populär gewordene Formen von Darstellungen, wo man versucht, in die visuelle Präsentation, also so Gestalt und Inhalt sehr nah zusammenzubringen und eine unmittelbare Anschaulichkeit von komplexen Zusammenhängen zu geben. Ich finde, es sind schon spannende Möglichkeiten, die das. Aber es ist immer die Frage, wer macht das dann für einen, wenn man jetzt als Wissenschaftler einfach seine These hat? Ja. Und wer macht dann für einen diese Grafiken eigentlich? Oder wo kann man das, wo kann ich das lernen? Wen rufe ich an? Wo gehe ich hin? Welcher Kurs? Die Studierenden müssten ja da theoretisch auch eingeführt werden in diese Bildsprachen. Erstens, damit sie das, was sie sehen, dekodieren können und zweitens, damit sie sollen ja im Grunde auch immer auf die wissenschaftliche Laufbahn vorbereitet werden. Zumindest die Masterstudierenden müssen dann ja auch eigentlich Kurse bekommen. Ja. Daher liegt schon ein Problem und auch, das Auseinandergriff der Qualität, also das, was man selbst bastelt, sieht halt ganz anders aus, als das, was der Designer macht, der hier aber nicht zur Verfügung steht. Weil wo gibt es, das ist genauso, wie man ja im Grunde als Vortragende der PowerPoint nutzt ja auch dann sein eigener Typograf ist, ob man es will oder nicht, weil er
Folien ein, wenn sie nicht passen oder das Griechisch geht nicht oder was weiß ich. Und automatisch muss man gestalterisch tätig werden, das ist aber jetzt nicht eigentlich jedermanns Aufgabe, also der Mathematiker muss das eigentlich nicht, da gibt es dann wieder eigene Standards, die haben halt LaTeX, was also auch wieder eine eigene Ästhetik hat, die dann jeder bedienen kann, da werden auch tatsächlich dann Kurse gegeben. Dann Frau Drisch schon. Ja, ich fand es sehr interessant, dass Sie mit der Kunst begonnen haben, denn das war der Beginn dieser Tagung, sind Reden, Schreiber, Künstler. Da wurde festgestellt, nein, es ist ein Handwerk, Sie sind mehr oder weniger Pragmatiker. Doch die Rhetorik ist doch eine never-ending Kunst. Und Beuys hat es doch dargestellt. Er war nicht nur ein guter Darsteller, sondern er war auch sehr wortgewandt und rhetorisch gut. Er war rhetorisch gut, denn er konnte sehr viel schöpfen von dem Wissen auch. Ja, das ist ganz interessant, weil gerade jetzt hier auch in Knappes Sprache kann man zum Beispiel über Kunst reden, ohne jetzt Präsentationen oder ja, Bildmedien doch dabei zu haben. Wenn man so die Beuys-Filme anschaut, also es gibt wirklich Beuys-Filme, wo er einfach hier an so einem Puls steht und 1 bis 2 Stunden nonstop über Bildhauerei spricht, ohne irgendein Visualisierungstool dabei zu haben. Es ist für jemanden, und Barzum Brock zum Beispiel auch, also wenn irgendwer weiß, Barzum Brock spricht samstags um 11 in der Galerie Ropatsch, man kommt nicht rein in die Galerie Ropatsch und irgendwo sitzt er hinten in einem Raum und 200 Leute stehen und versuchen dazu zu hören, obwohl sie akustisch kaum noch dabei sind, und obwohl auch keine Bilder gezeigt werden, sondern weil er das einfach nie gefordert. Ich wollte jetzt nur einen Raum hinein. Ich will da gleich genau daran anschließen. Also wie weit sehen Sie die Rhetorik als Kunst? Ja, aber da will ich noch genau anschließen. Also ich glaube, was du gesagt hast, da ist ein Punkt drin, der was sehr provokant ist, halt, nämlich, dass wir eigentlich bei den rhetorischen Forderungen der Verständlichkeit und der Kommunikation, das muss alles irgendwie gut laufen, dass wir da natürlich Gefahr laufen, uns die Sache gewissermaßen einerseits zu schwer und andererseits zu leicht zu machen. Zu schwer, dass wir das immer alles vereinfachen und verdeutlichen mit Bildern und so weiter. Und dass aber das, was eigentlich ja beim wissenschaftlichen Vortrag beginnen soll, nämlich das Selbstdenken, dass das eben dadurch gerade verhindert wird, weil es ist alles zu mundgerecht. Die Leute kommen nicht in einen Dialog damit. Und dass diese Leute aus den 70ern, gerade Beuys, natürlich dann dieses provokative Moment hatten und ihnen sagen wollten, ja, seht ihr eigentlich was? Denkt ihr eigentlich noch? So, und fangt ihr endlich mal damit an. Und dass das etwas ist, was natürlich auch Sache des Redners ist, nämlich aufzurütteln, aus bestimmten Denkgewohnheiten zu bringen, eine neue Sichtweise zu etablieren, aber natürlich durch das PowerPoint eigentlich systematisch verhindert wird, weil der Diskurs und die Form, wie PowerPoint mich zwingt, mein Wissen oder das, was ich da tun will, darzustellen, eigentlich schon wieder eine Nivellierung und eine Verhinderung des Denkens und des Selbstdenkens ist. Und ich hatte bei manchen Positionen deines Vortrags wirklich daran gedacht, wie die das philologische Seminar gegründet haben und in Göttingen eben gesagt haben, ja, wir sind nicht wie die Barockgelehrten, dass wir das alles nur repetieren und bewundern und ach, wie schön, sondern wir wollen eben den Text verstehen, wir wollen kritisch sein und so weiter. Deswegen gibt es bei uns immer nur solche Denkstücke, Wissenschaft muss sozusagen bei jedem selber anfangen, ja, und dass ihr das Ganze lesen müsst, das müsst ihr halt zu Hause machen. Das heißt, und das ist genau das Problem, wenn wir in dieses Infotainment kommen, dass wir im Grunde genommen da immer eine riesen Show abziehen, erstens mal überschreibt sich jede Vorlesung durch die nächste, das heißt, das, was ich bei der einen etabliert habe, ist bei der anderen schon wieder weg, und dann auch in der Vorlesung selber ist es immer nur mit Oho- und Aha-Effekten, und das, worum es eigentlich geht, das ist ja selbstständige Lösen oder jedenfalls Denken von Problemen, das wird gerade nicht gesagt. Ich wollte noch mal bemerken, dass es sehr viele Universitäten auf dieser Welt gibt, die keine Medien einsetzen. Ganz bewusst. Ich habe eine indische Friedensuniversität in Norden, Indiens Anfang des Jahres besucht, da gibt es gar keine Medien. Auch die Studenten haben natürlich auch ihre iPads oder was auch immer. Nur es ist das überzeugende Wort. Überzeugende Kraft ihrer selbst, das zu tun. Und dann nochmal Kinder.
Welt erklären. Sie können jetzt auch schon mit 6 Jahren eine PowerPoint-Präsentation machen. Ja, das können wir auch.